Ihnen einen schönen guten Abend. Hier ist Sachsen-Anhalt heute mit dem Neuesten vom Tage und einem Rekord. Ja, und diese Temperatur auch ein Novum für all jene, die rund um den Brocken wohnen. Und alle erkennen Sie ja ganz einfach am Nummernschild. HZ für den Harz. Oder kürzt. Gerade jetzt in den Ferien, da macht er ein lustiges Autokennzeichen, raten Spaß auf langen Strecken. Und schon bald könnte diese Vielfalt grenzenlos werden. Denn Verkehrsminister Ramsauer möchte, dass Städte und Gemeinden, ja sogar Stadtteile, ihre Kfz-Kennzeichen künftig selbst wählen dürfen. Das ist ziemlich seltsam, denn durch die Eingemeindungen wurden ja viele Kennzeichen erst abgeschafft. Kommando also zurück. Ja, das ist ein Thema heute und natürlich auch diese Hitze. Am liebsten möchte man den ganzen Tag den Ventilator umarmen oder stundenlang in der Tiefkühlabteilung shoppen gehen. Mann, oh Mann, das sind Temperaturen wie in der Wüste. Bis zu 37 Grad zeigte das Thermometer heute teilweise. Und auf dem Brocken gab es sogar einen historischen Hitzerekord. Viele, die in Halle und Umgebung leben, werden sich daran erinnern, 1996 im September wurden die Einwohner unsanft aus dem Schlaf gerüttelt. Die Erde bebte, im nahen Teutschental hatte es einen sogenannten Gebirgsschlag gegeben. Und seitdem gelten die unterirdischen Hohlräume aus Jahrzehnten des Salzbergbaus als Gefahr und sollen verfüllt werden. Doch was da rein soll, bereitet der Bevölkerung noch viel größere Angst. Vielen Dank, Stefan Hillem. Ja, in einer Woche ist es soweit. Magdeburg wird mal wieder zum kulturhistorischen Nabel Europas. Die Krönung von Kaiser Otto vor 1050 Jahren in Rom. Also gleich bei uns, vorher die aktuellen Kurzmeldungen vom Tage. Sie sehen es, markante Gesichtszüge und eine stattliche Figur. Er soll ja überaus attraktiv gewesen sein. Und in den besten Jahren eines Mannes mit 50 Jahren wurde er in Rom gekrönt. Kaiser Otto. 1050 Jahre ist das jetzt her und vor 1100 Jahren wurde er geboren. Also zwei große Zahlen und aus diesem Anlass gibt es eine weitere Otto-Schau im Kulturhistorischen Museum Magdeburg. Zwei sehr erfolgreiche Ausstellungen gab es ja schon und am Sonntag wird die dritte und letzte große Landesschau offiziell eröffnet. Ulrike Theisen ist eine der beiden Kuratorinnen des Museums und zuständig für den Aufbau der Ausstellung Kaiser Otto und das Römische Reich. Und das ist ein harter Job zurzeit. Und diese millionenschweren Leihgaben können Sie sich anschauen, und zwar am Tag vor der offiziellen Eröffnung, schicken wir Sie zu einer exklusiven Führung. Und diese ist am 25. August, 13 Uhr. Also rufen Sie uns an und gewinnen Sie die heiß begehrten Karten unter der 0137 111 20. Ja, vielleicht haben Sie das ja auch schon mal erlebt. Sie ziehen um und eigentlich müsste Ihr ehemaliger Vermieter nun Ihre Kaution zurückzahlen. Vorausgesetzt, Sie haben sich in der alten Wohnung nichts zu Schulden kommen lassen. Doch was heißt das, nichts zu Schulden kommen lassen? Wann darf ein Vermieter Ihre Kaution behalten und wann nicht? So, und jetzt staunen Sie mal, unser Wir-für-Sie-Team ist da auf einen ziemlich kuriosen Fall gestoßen. Ja, und jetzt ist er bei uns im Studio, Jörg Jablonowski. Ja, Kaution einklagen, das ist ja oft ein harter, zeitwieriger Weg. Mit welchen Kosten muss man da rechnen? Ja, das kommt darauf an, wie hoch die Kaution wäre. Das ungefähr 135 Euro Gerichtskosten plus Anwaltskosten, die man da investieren müsste. Wann darf der Vermieter die Kaution eigentlich einbehalten bzw. verrechnen? Und wie lange dürfen sich die Vermieter Zeit lassen, die Kaution zurückzuzahlen? Das kommt auch drauf an. Ich sage immer so. Und mehr zum Thema Mietrecht und Kaution können Sie jetzt am Telefon erfahren. Frieden. Und das jeden Tag hier bei uns vor der Haustür. Den Kindern beim Lachen zuschauen, den nächsten Urlaub planen, einkaufen. Seit 67 Jahren leben wir in Frieden. Was für ein Luxus. Und diejenigen, die sich noch aus eigenem Erleben an den Krieg erinnern, werden immer weniger. Und umso wichtiger ist es, die nachfolgenden Generationen für das Thema zu sensibilisieren. Nicht nur mit Schulwissen, sondern hautnah. Und genau das geschieht gerade im Workcamp des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge. Am kommenden Freitag gibt es in der Fußball-Regionalliga einen Ostklassiker. Der erste FC Magdeburg tritt bei Carl Zeiss Jena an. Beide Clubs verbindet ja nicht nur eine lange Geschichte. Auch ihre Trainer haben eine gemeinsame Vergangenheit. Sie spielten nämlich von Kindesbeinen an in einer Mannschaft. Andreas Petersen und Petrik Sander.
Ja, mit dem Brocken haben wir ja die Sendung begonnen und fast am Ende werfen wir noch. Entstanden ist dieses Foto bei einem Rundflug vom Ballenstädter Flugplatz aus. Ganz herzlichen Dank für dieses schöne Foto. Und wir freuen uns natürlich auf weitere Sommerfotos von Ihnen. Und das geht ganz einfach. Gehen Sie einfach auf unsere Internetseite und dort finden Sie dann einen Link und können Ihre Fotos hochladen. Ja, und ob es auch in den nächsten Tagen einen guten Blick vom Brocken gibt, das weiß jetzt Maira Rothe. Ganz herzlichen Dank, Maira Rothe, für diese wunderbaren Aussichten. Ja, packen wir es an. Unter diesem Motto ist das Meckermobil diesmal im Süden Sachsen-Anhalts unterwegs. Sammelaktionen, die Mitglieder des Spielmannszuges glücklich machen. Also, schauen Sie rein, morgen pünktlich 19 Uhr hier im MDR-Fernsehen bei Sachsen-Anhalt heute. Und hier gibt's jetzt die aktuellen Nachrichten aus Deutschland und der Welt, MDR aktuell mit Roswitha Lorenz. Ihnen noch einen schönen sommerlichen Abend. Tschüss, bis morgen.